Liebe Mainau-Freunde, schon zu Beginn der 90er Jahre stellten unsere Eltern Gräfin Sonja und Graf Lennart Ihnen die Mainau auf einer Kassette vor. Und wenn die beiden von ihrer Mainau erzählen, merkt man, dass es für sie beide ihr Lebenswerk war. Man hört richtig die Liebe zu unserer Insel und dass sie beide von ihrer Mainau vollkommen erfüllt sind. Ja, und jetzt wäre unser Vater 100 Jahre geworden. Über 70 Jahre davon hat er mit und für die Mainau gearbeitet. Davon fast 45 Jahre gemeinsam mit Gräfin Sonja. Sie haben die Mainau stetig weiterentwickelt. Und dass sie dabei auch viel Spaß hatten, hört man, wenn sie so erzählen. Man sieht förmlich die Gärtner arbeiten und die Bäume wachsen. Und hört, dass hinter jedem Ding auf der Mainau eine Geschichte steckt, die es hier vor Ort zu erleben gilt. Manche Details mögen sich verändert haben. Aber eines gilt für uns heute genauso wie damals für unsere Eltern. Wir bewahren Traditionen und gestalten die Zukunft. Und auch in Zukunft steht für uns die Mainau ganz im Mittelpunkt. Als Naturerlebnis und Ort der internationalen Begegnung. Und jetzt wünschen wir, Gräfin Bettina und Graf Björn, Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Grüß Gott, liebe Mainau-Freunde. Wir kommen Ihnen ein Stück entgegen, um Ihnen unsere Blumeninsel Mainau etwas näher vorzustellen. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen. Und wie man auch auf Schwedisch sagt, hjärtligt välkomna. Dass ein Schwede die Blumeninsel im Bodensee zu neuem Leben erweckte, haben Sie sicherlich schon gehört. Meine Frau, Gräfin Sonja, und ich möchten Ihnen etwas über die Blumendame Mainau erzählen, die unser Leben bestimmt und ganz und gar erfüllt. Ja, wo soll man anfangen? Bei aller Liebe zur Tradition und zur großen kulturellen Vergangenheit der Mainau. Springen wir doch direkt in die Gegenwart, denn wir glauben, dass die Mainau ein Beispiel dafür ist, dass man nicht immer nur sehnsuchtsvoll an die gute alte Zeit denken soll, sondern dass es auch sehr wohl eine gute neue Zeit geben kann. Vorhang auf, durchschreiten wir gemeinsam ein Mainau-Blumenjahr. Ja, es ist wirklich manchmal bei uns wie im Theater. Bevor sich die Blumendame in ihrer schönsten Pracht dem Publikum zeigt, gibt es viel Arbeit. Und hinter den Kulissen herrscht Hochbetrieb. Viele unserer Besucher glauben, dass zum Beispiel im Winter die Insel und alle, die auf ihr arbeiten, einen tiefen Schlaf halten. Und dabei geht es gerade in diesen Monaten bei uns sehr arbeitsreich und hektisch zu. Dann entstehen zum Beispiel am Reißbrett der Abteilung Park und Garten die großen Pflanzungen, die im Frühjahr und Sommer unsere Besucher erfreuen sollen. Es wird mit Hochdruck an den Gebäuden gearbeitet und unsere Werbung, die die Insel im Gespräch halten muss, läuft dann ebenfalls auf Hochtouren. Aber bei all unseren Bemühungen müssen wir feststellen, dass sich die Natur trotzdem nicht so einfach verwalten lässt. Gott sei Dank, muss man sagen. Schneestürme, Regen, Trockenperioden oder Kältezeiten beeinflussen das Leben im Park und in den Gartenanlagen. Dass es bei uns dennoch pünktlich zum Saisonbeginn blüht, verdanken wir dem großen Fachwissen unserer Gärtner. Zum Saisonbeginn steht jeweils eine große Orchideenschau auf dem Programm. In unserem Palmenhaus, das direkt an die Fassade des Schlosses grenzt, sind exotische Kostbarkeiten aus aller Welt ausgestellt.
Für ein paar Augenblicke fühlt man sich in der riesigen Überwinterungshalle in die Wärme der Exotik versetzt. Ja, es ist wirklich so. Das Krächzen der Papageien in der schwülen Luft, die Orangen- und Zitronenbäume, die großen Palmen, das alles lässt uns einen Augenblick träumen. Aber ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Das angebliche subtropische Klima, das man uns auf der Mainau nachsagt, gibt es leider nur in der Fantasie. Wie schön wäre es, wenn wir keine Überwinterungshäuser und große Heizungsanlagen brauchen würden. Das Geheimnis der subtropischen Pflanzen besteht in dem gärtnerischen und botanischen Können unserer Mitarbeiter. Wenn man bedenkt, dass wir ca. 700.000 Liter Heizöl in der Winterperiode brauchen, um unsere kostbaren exotischen Pflanzen mit der notwendigen Wärme zu versorgen, dann kann man sich vorstellen, wie gerne wir tatsächlich eine subtropische Insel wären. Natürlich ist es am Bodensee wie auch an vielen anderen Seen milder und in den Herbst hinein auch länger warm als anderswo. Einfach dadurch, dass der See Wärme speichert. Aber die Mainau hat kein anderes Klima als ihre Nachbarn in der Umgebung. Ganz besonders schön ist es im Frühling, wenn draußen Park und Gärten sich in ein duftendes Farbenmeer verwandeln. Ja, liebe Mainau-Freunde, stellen Sie sich einmal vor. Wir setzen jedes Jahr um die 500.000. Sie haben nicht falsch verstanden, 500.000 Blumenzwiebeln neu aus. Jeder, der einen kleinen Garten hat oder auch nur einen kleinen Blumenkasten bepflanzt, weiß, welche Arbeit dahinter steckt. Der Lohn für diese schwere Arbeit ist dann im Frühling ein riesiger Blütenteppich von über 800 verschiedenen Tulpen, Hyazinthen und Narzissensorten. 200.000 Vergissmeinnicht und Primeln bilden eine Kulisse, in deren Mittelpunkt ein altes Barockschloss steht. Ja, dieses Schloss ist für uns gleichzeitig Wohnsitz, in dem unsere Kinder herumtollen. Es ist auch unser Verwaltungsgebäude, in dem sich die Büros der Mitarbeiter befinden, und es ist oftmals Mittelpunkt bei Veranstaltungen, so zum Beispiel den Mainauer Gesprächen, wenn sich Politiker, Wissenschaftler und Wirtschaftler zusammenfinden. Der Wappensaal dient während der Saison sogar als Galerie. Ja, Künstler aus aller Welt nutzen die Gelegenheit, um sich im Wappensaal unseres Schlosses den Besuchern zu präsentieren. Achten Sie doch darauf, ob an Ihrem Mainautag gerade eine Ausstellung im Wappensaal des Mainau-Schlosses stattfindet. Aber nun zurück zu dem Geschehen im Park. Nach der Frühlingspracht kommt die Zeit der Rhododendren und dann natürlich in den Sommermonaten steht die Königin der Blumen, die Rose, im Mittelpunkt des Interesses. Der Rosengarten auf der Mainau, der im italienischen Stil angelegt wurde, ist das Herzstück der Insel. Ja, und übrigens wurde er in seiner ursprünglichen Form von meinem Urgroßvater, Großherzog Friedrich I. von Baden, angelegt. Im Gegensatz zum Rosengarten und als Ergänzung dazu steht die Straße der Wild- und Strauchrosen, in der mehr als 800 verschiedene Sorten zu bewundern sind. Überragt wird der Rosengarten vom Schloss und der Mainaukirche. Unsere Schlosskirche St. Marien wurde erst vor wenigen Jahren vollständig renoviert. Sie ist heute die letzte Ruhestätte meiner Mutter, der Großfürstin Maria Pawlowna Romanow von Russland und ihres Bruders Dimitri. Kirche und Schloss wurden vom Ordensbaumeister des Deutschen Ritterordens Bagnato um 1735 erbaut. Der Deutsche Orden prägte über 500 Jahre lang die Geschicke der Insel Mainau.
Ja, Lennart, vielleicht solltest du unseren Zuhörern doch einmal erklären, wieso eigentlich die kleine badische Insel Mainau zum schwedischen Königshof und dann in deine Hände kam. Ja, ich glaube fast, das wird notwendig sein, denn da hört man ja die abenteuerlichsten Geschichten. Also, nachdem durch Napoleon die Klöster und Orden ihre Vormachtstellung verloren hatten, kam auch die Insel Mainau nach 1805 in die Hände verschiedener Besitzer. Adelige Familien kauften und verkauften die kleine Insel, die damals zum Großherzogtum Baden gehörte. Ein wichtiges Ereignis war, als dann der Großherzog Friedrich I. von Baden 1853 die Mainau kaufte. Jetzt kam jemand auf die Mainau, der wirklich etwas von Botanik und insbesondere von Bäumen verstand. Der Großherzog war ein begeisterter Baumkenner, ein sogenannter Dendrologe, der von seinen Reisen Bäume als Souvenirs mitbrachte und diese dann auf der Insel anpflanzen ließ. So entstand der Grundstock zum Park. Die großen Baumgiganten, die Sie bei uns heute noch im Arboretum, in der großen Baumsammlung, sehen, stammen fast alle aus der Zeit des Großherzogs, sind also inzwischen um die 130 Jahre alt. Und die Tochter des Großherzogs, Victoria, heiratete dann den schwedischen König Gustav V., der in der Zeit von 1907 bis 1950 Schweden regierte. Ja, und die ehemalige Prinzessin Victoria von Baden, die dann also Königin von Schweden wurde, war meine Großmutter, die mich erzog und deren Lieblingsenkel ich früher war, trotz meiner vielen Lausbubenstreiche. Sie hatte mich in ihr Herz geschlossen und sie vermachte mir zusammen mit meinem Vater die Insel Mainau im Bodensee. So kam ich also als Prinz von Schweden vor mehr als 50 Jahren auf die Insel. Damals warst du sicherlich sehr glücklich über diesen schönen Besitz. Oh nein, ehrlich gesagt. Zunächst haben wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Denn mit der heutigen Mainau hatte die Insel, die ich 1932 übernahm, nichts zu tun. Ich fand einen schwimmenden Dschungel vor, in dem die Bäume wild verwachsen waren, in dem ein verwunschenes Geisterschloss voller Ungeziefer stand. Damals wurde Landwirtschaft hier betrieben mit 30 Kühen und 4 Pferden und von dem eigentlichen Schlosspark Mainau war weit und breit nichts zu sehen. Wenn ich mir heute vorstelle, dass ca. 2 Millionen Besucher aus aller Welt in einer Saison zu uns finden, dann bin ich schon stolz auf dieses Ergebnis und freue mich natürlich, dass diejenigen, die mich damals für verrückt erklärten, nicht recht behalten haben. Die Schönheit des Parks und die Qualität unserer Gastronomie erfordern sehr viel Arbeit. Sie als Besucher sollen sich entspannen und ein paar schöne Stunden verbringen. Aber vielleicht interessiert es Sie doch zu hören, dass wir in der Hochsaison über 450 Angestellte auf der Insel haben, die sich um ihr Wohl bemühen. Da gibt es Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Nationen. Unsere 60 Gärtner sind natürlich das ganze Jahr über beschäftigt, um die Park- und Gartenanlagen in Schuss zu halten. Übrigens, wenn Sie sich nach dem ausgiebigen Inselrundgang etwas ausruhen wollen, in der Schwedenschenke oder im Kastaniengarten, unten am Hafen im Komtureikeller oder am Inseleingang im Lauenstüble, gibt es genug Gelegenheit zu einer Pause. Oftmals fragt man uns, welches dann die schönste Jahreszeit sei, um auf die Mainau zu kommen. Diese Frage ist für uns unmöglich zu beantworten. Gerade der Wechsel der verschiedenen Jahreszeiten, die Unterschiede im Blütenjahr,
Vom Frühling über den Sommer bis hin zur großen Dahlienschau im Herbst, bei der die Besucher die schönste Dahlie selber bestimmen können und dabei viele Preise gewinnen. Jede Jahreszeit ist anders, reizvoll und immer wieder neu. Und so verstreicht die Zeit auf der Insel wie im Fluge. Ein Blumenjahr vergeht unglaublich rasch, und wenn Ende Oktober die Insel bis zum neuen Saisonauftakt ihre Tore schließt, wurde schon lange mit Hochdruck an den Vorbereitungen zur nächsten Saison gearbeitet. So haben wir Ihnen, liebe Mainau-Freunde, einen kleinen Vorgeschmack gegeben von dem, was Sie auf der Insel erwartet. Wir hoffen, dass Sie ein paar schöne Stunden bei uns verbringen. Es gibt bei uns auf der Mainau eine Inselbahn, die vom Mainau-Eingang bis zum Parkplatz der Schwedenschenke führt. Diese Bahn macht allerdings keine Rundfahrten durch den Park. In dem sollen Sie, lieber Besucher, ungestört spazieren gehen. Wir wünschen Ihnen ein paar erholsame und interessante Stunden bei uns. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen und einen schönen Tag auf der Mainau.